Mein Glück hat mich, glaube ich, verlassen. Ich hoffe, dass das bei Dampfkessel, naja, ein anderer Fall sein wird, dass wir da wieder ein bisschen Glück haben. Und nein! Mein Glück hat mich noch nicht verlassen. Es ist ein Pokémon Packer Remain. Willkommen zu einem weiteren Pokémon Trading Card Game Online Unboxing, meine lieben Freunde. Willkommen zurück. Ja, wir haben heute den 2. August, also noch nicht den 3. August, da wo Dampfkessel rauskommt. Da haben wir eine ganz kurze Ankündigung. Falls ihr euch Booster heute schon geholt habt oder schon was bekommen habt und die Codes nicht braucht, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, mir die gerne geben. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich wollte jetzt wieder halbwegs aktiv anfangen, ein paar Trading Card Game Online Videos zu bringen, weil euch hat das ja eigentlich relativ gut gefallen und ich dachte mir so, man kann es aber wieder versuchen, vielleicht kommt die Lust wieder mal ein bisschen hoch. Ich habe jetzt noch ein paar Booster hier gehabt, so um die 12, und die wollen wir jetzt heute einfach mal öffnen und ich guck mal, ob mal wieder der Reiz da ist, ob mich das wieder packt, beziehungsweise, na, der Reiz ist schon da, sonst würde ich das ja gar nicht irgendwie wieder spielen, aber mal sehen, ob es so ist wie vor so ein paar Wochen. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine kleine Pause drin gehabt und ich dachte mal, es war mal angebracht, denn, naja, es war zu viel auf einmal an TCG. Und wie gesagt, wenn ihr was von Dampfkästen habt und nicht braucht, dann könnt ihr mir gerne Codes senden über Twitter, über Instagram und über YouTube Privatnachricht. Wir haben hier von, naja, ich muss mal ganz kurz auf mein Handy gucken. Der gute Mann hat mir nämlich per Instagram die Codes zugeschickt. Ich hoffe, es ist jetzt okay, dass ich deinen Namen hier nenne. Der gute Mann auf Instagram hieß Martin LP. Ja gut, das ist dann wohl okay. Wenn er schon Martin LP auf Instagram heißt, der hat mir nämlich erstmal ein paar nette Codes zugesendet plus eine schöne Zygarde-Tin. Da freue ich mich auf jeden Fall mal drauf, weil Zygarde, also beziehungsweise allgemein Tins, habe ich noch nie geöffnet hier in Trading Card Game Online und auch nicht gezeigt. Deswegen machen wir das einfach mal. Die Zygarde EX Bundle blablabla Tin, da drin ist einmal das hier, das ist eine Deckbox, die ganzen Karten und halt am Ende die Zygarde EX Karte. Das Lustige ist übrigens, dass sich das eigentlich sonst immer sofort öffnet, muss man sagen. Und nicht, naja, und das Ding ist halt, das Ding öffnet sich meistens immer sofort, diese Tinbox. Und man hat es halt nicht im Inventar rumliegen, wie ich es jetzt gerade hatte. Ja, Zygarde EX Karte hatte ich zwar schon, aber egal. Wir fangen, wie gesagt, immer mit den niedrigsten, wir fangen mit den niedrigsten Boosteranzahl an, das wäre jetzt 1. Und das ist Turbo Start, ah, mal gucken. Ich bin eher so auf Protoshock gespannt, was da so rauskommt, weil das hat mich sonst nie in Stich gelassen, Protoshock. Und was haben wir denn hier? Wir haben noch MW gemerkt, neu, ein Plimpfer, neu, sonst halt nichts Interessantes. Und als letzte Karte ein Pantymos, auch nicht neu, Schade, haben wir schon dreimal, oh mein Gott. Ja, also, wir haben ja schon, also, falls ihr jetzt neu auf dem Kanal seid, ich habe sehr, sehr viel Trading Card Game Online Stuff geöffnet. Und da können wir gleich nochmal am Ende mal durchgucken, falls ihr nicht mehr wisst, was ich so alles hatte, beziehungsweise falls ihr neu seid und ihr wissen wollt, was ich so habe, damit ihr gleich nicht über die anderen Parts nochmal drüber gucken müsst, zeige ich euch das gleich nochmal. Wir haben jetzt zum einen ein Voluminas, ist die neu, die ist neu, und ein Alabis. Protoshock, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Holo Alabis, oh, das ist eine coole Karte. Ah, ich mag diesen lila Schimmer-Effekt, diesen lila Holo-Effekt, und das ist eine Reverse-Karte, ja. Auch ganz okay. Machen wir weiter mit Turbo Fieber. Von Schicksalsspieler haben wir 6 Booster, wie ihr hier sehen könnt. Deswegen mal gucken, was wir da rausbekommen. Und boah, ich wollte die ganze Zeit auf das Pack einfach draufklicken und nicht da oben. Voll ungewohnt, mal wieder ein paar Karten zu öffnen. Das habe ich echt eine Zeit lang fast jeden Tag gemacht und jetzt ist es wieder voll ungewohnt. Einmal Durengard in Reverse. Die ist neu. Leuchter, die hätten wir schon gehabt. Und ein Branavaz, okay, Branavaz, ist okay. Mein Hype, der fliegt gerade ein bisschen weg. Ich glaube, wir brauchen mal wieder einen guten Pull hier. Wir brauchen was Gutes hier, meine lieben Freunde. Wir brauchen mal wieder eine EX-Karte, ein Branavaz in Reverse und ein Durengard in Holo. Das hätten wir schon oft genug, ne? Dreimal schon, ja. Mein Glück hat mich, glaube ich, verlassen. Ich hoffe, dass das bei Dampfkessel, naja, ein anderer Fall sein wird, dass wir da wieder ein bisschen Glück haben. Und nein! Mein Glück hat mich noch nicht verlassen. Es ist ein Flambirex EX. Haben wir zwar schon mal gehabt, aber Leute, EX ist besser als
Ihr wisst schon, ja? Nein, ist es eigentlich nicht. Aber wir haben zumindest eine EX bekommen. Finde ich auf jeden Fall relativ nice. Haben wir zwar schon das zweite Mal jetzt, aber die Karte ist an sich ganz cool, wie ich finde. Ich frage jetzt auch, wie die Faust hier so über den Kartenrand springt. Das ist cool. Dann gehen wir auch über zu unseren letzten Booster-Pack-Reihe, die wir hier heute öffnen. Das ist nämlich Schicksalsschmiede. Und Schicksalsschmiede habe ich ja schon die beiden seltensten Karten rausgezogen. Einmal in Real Life und einmal hier. Habe ich eine seltene Karte rausgezogen, die Secret Rare war das, glaube ich, mit dem Goldrand. Mal gucken, ob wir da noch was Gescheites rausbekommen. Despot haben wir schon sehr oft gehabt, ne? Boah, 6 Mal schon. Ja, ich glaube, Schicksalsschmiede war so das Pack schlechthin, was wir so immer geöffnet haben. Deswegen, naja, Lavita im Reverse, was ich euch auch empfehlen kann. Ich hatte ja ein Best-of mal hochgeladen zu dem ganzen Projekt. Da könnt ihr auch alle Momente sehen, wie es so aussippe, wenn es eine krasse Karte gibt. Das war echt krass. Also wir hatten nämlich echt sehr, sehr viele krasse Momente. Und ein Griefeld. Wir haben nämlich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein Pack geöffnet habe, so ein Pack-Opening gemacht. Wir haben jetzt auch über 10.000 Abos in des letzten Monats gemacht. Deswegen auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Sache. Da sind schon einige zugekommen. Und weißes Kyurem in Reverse. Okay. Und ein... Oh, ein Genesect EX zum 14. Also ihr seht hier schon, dass ich einfach sehr, 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 sehr fucking viele Karten habe, die einfach doppelt schon sind. Vor allem EX-Karten, das ist echt krass. Ich habe EX-Karten, die ich schon 4 Mal habe aus einem Pack. Das ist schon krass, muss man sagen. Aber hey, ist halt... ich habe halt schon sehr viele, ich glaube über 30 Parts oder so. Ich habe es einen Monat lang wirklich täglich gemacht. Täglich einfach die Packs geöffnet. Es hat so viel Spaß gemacht. Es macht auch immer noch Spaß, wie ich es gerade sehe, weil dieses Fieber einfach, kommt da jetzt was Geiles oder kommt da jetzt etwas nicht so Geiles. Aber naja, wir haben hier jetzt neue Karte Energierückstellung und ein Ohrdorf EX und die ist ganz neu, die Karte. Die hatten wir noch gar nicht. Nice. Zumindest etwas heute. Nice. Oder auch EX mit Watschensauger und Wellenreiten. Die Karte guckt ja mal sau cute aus, ey. Ohne Spaß. Diese funkelnden Augen. Die sieht mal voll süß aus. Und das letzte Schicksalsschmiede-Pack, was wir heute öffnen werden, meine lieben Freunde. Ja, Schicksalsschmiede hat mich echt. Das war halt, glaube ich, das Pack, was neu rauskam. Da, wo ich jetzt mit dem Trading Card Game Online angefangen habe. Ja, und jetzt bald neues Pack. Das wird lustig. Viel Nexus und... Really? Einmal Holo und einmal Reverse, oder wie? Ja. Also. Gut. Ist es okay. Unglaublich. Was ich jetzt sagen wollte nochmal, zum Ende hin. Ich versuche dieses Projekt jetzt wieder halbwegs ins Laufen zu bringen. Heißt, es wird jetzt nicht jeden Tag vielleicht was kommen. Vielleicht kommt wieder jeden Tag was. Ich weiß nicht, falls ich wieder genug Codes habe und sowas all. Und wieder genug Intention, dieses Projekt weiterzuführen. Wie gesagt, ihr könnt mir wieder gerne Codes zuschicken. Vor allem von Dampfkessel würde ich mich sehr freuen jetzt zu dem neuen Pack. Weil da bin ich sehr interessiert dran, was es da so rausgibt. Und ja, eigentlich hatte ich was vorbestellt für Dampfkessel, das muss ich auch noch sagen. War was ganz Großes geplant. Ich habe mir nämlich aus Japan was vorbestellt, aber es kam halt nicht hier an, weil es am Zoll hängen geblieben bin. Und ich bin einfach sehr, 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 sehr faul, was Zoll angeht. Und ich hatte da jetzt keinen Bock, mir noch irgendwie Stress zu schieben mit dem Zoll. Deswegen wurde das nichts daraus. Und der Morgi hat das gleiche Problem und der hat auch keinen Bock, dahin zu rennen. Gut, was haben wir denn so an seltenen Karten, fragt ihr euch vielleicht, wenn ihr jetzt neu seid, weil, wie gesagt, wir haben ja sehr viele neue Zuschauer bekommen. Ich habe, über 30 Paars nur Packs geöffnet und eigentlich nie gezockt. Und ich habe ja echt eine Sammlung, die sehr, sehr krass ist. Ich habe sogar ein Angebot bekommen für 400 Euro, dass ich hier mein ganzes Ding hier verkaufen soll. Da dachte ich mir so, nee, das ist Erinnerung. Und das würde ich auch nie verkaufen, auch für kein Geld der Welt. Einmal hätten wir hier Bisafor EX, Blitzer EX, Darkrai EX nochmal, Divitheros, Dialga EX, Phenonto EX, Flambirix EX, die hast das zweite Mal bekommen, Folipurba EX, Galagladi EX, Garados EX, Genesect EX, Gewaldro EX, Gelaziona EX, Glurak EX, Hooper EX, Hooper EX nochmal, Keldeo EX, Kyogre EX, Lavados EX, auch eine sehr, sehr coole Karte in Plasmaform, Libeldra EX, Mega Glurak EX, eine sehr, sehr geile Karte. Mega Gardevoir EX, Mega Altaria EX, Mega Phyrnontor EX, Mega Garados EX, Mega Gewaldro EX. Ich finde die Mega
EX-Karten am geilsten wegen diesem Schriftzug. Das ist einfach so geil. Mega Mewtwo EX in Y-Form. Mega Ordok EX. Mega Sherox EX. Mega Turtok EX. Mewtwo EX. Mewtwo EX nochmal. Nachtara EX. Ordok EX. Palkia EX. Proto Groudon EX. Eine der coolsten Karten, die ich hier in EX-Form habe. Psyana EX. Rayquaza EX. Restadero EX. Schwarzes Kyurem EX. Auch eine krass seltene Karte. Togekiss EX. Voltolos EX. Zygarde EX. Jetzt, schon viermal. Altaria EX in Full Art. Jetzt kommen die Full Art EX Karten. Beziehungsweise allgemein Full Art Karten. Arctos Full Art. Blizzardflow Full Art EX. Boreos Full Art. Dankra EX in Full Art. Deoxys EX in Full Art. Filinara EX in Full Art. Haben wir auch schon öfter gehabt. Zweimal. Finotto EX in Full Art. Giratina EX in Full Art. Groudon EX in Full Art. Auch eine seltene Karte. Gardevoir EX in Full Art. Ho-Oh EX in Full Art. Lugia EX in Full Art. Eine der coolsten Karten, die ich gezogen habe. Mega Gardevoir EX in Full Art, Mega Sherox EX in Full Art, Mewtwo EX in Full Art, Mega Latios EX in Full Art, Pikachu in Full Art, Proto Groudon in Full Art, Sherox EX in Full Art, Stolas EX in Full Art, Zapdos in Full Art, Mega Glurak EX in Secret Rare, passt auf, Mega Voltenso EX in Secret Rare und Simsala EX in Secret Rare. Die habe ich aus Schicksalsmiete rausgezogen, das ist meine seltenste Karte und meine Lieblingskarte neben den Mega Voltenso EX. Auf jeden Fall, Leute, das war's für diese Folge. Falls ihr, wie gesagt, noch Codes habt und Spaß dran und Bock habt, dann auf jeden Fall gebt einen Daumen nach oben. Bis dann und ciao, Leute. Euer Solo mit Pokémon Trading Card Game Online. Haut rein!